Sauce Bernays zubereiten. Ein bisschen aufwendig ist es schon, diesen Klassiker aus Frankreich zuzubereiten. Aber Sie werden sehen, es lohnt sich. Schwitzen Sie zunächst eine gewürfelte Schalotte kurz an. Löschen Sie mit 100 ml Weißwein und etwas Essig ab und geben noch ein paar Estragonstiele und Pfeffer aus dem Mörser hinzu. Das Ganze lassen Sie kurz bei starker Hitze einkochen. Geben Sie das Eigelb von 4 frischen Eiern in einen Schlagkessel. Gießen Sie nun die vorgefertigte Schalotten-Weißwein-Reduktion durch ein Sieb dazu und schlagen Sie das Ganze über dem heißen Wasserbad, bis sich eine cremige Konsistenz entwickelt hat. Dann geben Sie 200 Gramm geschmolzene Butter hinzu. Schmecken Sie die Soße nun mit Estragon und Kerbel, Salz und Pfeffer sowie etwas Zitronensaft ab. Viel Spaß beim Nachkochen!